Herzlich willkommen zum Webinar von Michals Kötermann und Partner. Mein Name ist Rolf Klesen. Ich organisiere diese Webinare. Und heute haben wir als Thema das Einheitliche Patentgericht, UPC, das Einheitspatentsystem. Und als Referenten haben wir den Professor Dr. Alois Hüttermann aus unserer Kanzlei. Alois, magst du dich vielleicht kurz vorstellen und warum ausgerechnet du zum UPC vorträgst? Ja, also mein Name ist Alois Hüttermann. Ich bin Patentanwalt von Haus aus Chemiker, habe diese Kanzlei auch mitgegründet, schon vor einer Weile. Warum ich zum EPG oder UPC vortrage, ist, dass ich mich schon seit einer ganzen Weile damit beschäftige. Also eigentlich schon seit 2012. Und das super spannend fand, auch der Meinung war, das wird die Zukunft. Und dann in meinem jugendlichen Leichtsinn, damals war ich ja noch deutlich jünger, auch gleich beschlossen habe, ich schreibe ein Buch darüber und dieses hier, was inzwischen jetzt schon in der zweiten Auflage rausgekommen ist. Und damals dachte man, ja, das dauert nicht mehr lange, bis das kommt. Aus verschiedenen Gründen hat das dann doch 10 Jahre gedauert. Aber nun haben wir das System und zwischendurch bin ich sogar auch in einem zweiten Buch beteiligt. Also dieses hier, das habe ich natürlich nicht ganz alleine geschrieben, das ist ein Kommentar dazu. Ich glaube, 50 Autoren hatten wir inzwischen. 5 EPG-Richter, 3 Richterinnen, 2 Richter. Und deshalb denke ich, dass ich mich in dem System auch ganz gut auskenne. Wir haben inzwischen auch schon ein paar Fälle. Also es ist nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis sind wir mit dabei. Ja, du bist gerade letzte Woche von der Verhandlung wiedergekommen. Das war ja nicht letzte Woche, vor 2 Wochen. Ja, aber das auf jeden Fall ist doch nicht so lange her, muss man sozusagen. Ja. Genau. Ja, sehr gut. Ja, sollen wir mal auf die nächste Folie gehen? Ja, genau. Ja, sollen wir mal gucken, ob das Garten funktioniert? Jetzt funktioniert. Genau. Ach so, vielleicht ganz kurz noch eine Sache vorweg an die Teilnehmer. Wir haben jetzt 19 Teilnehmer, da freue ich mich sehr, dass wir so viele Teilnehmer an diesem Webinar haben, dass die 19 Teilnehmer schon live sind. Wenn jemand Fragen hat, dann am besten in den Chat reinposten die Fragen. Ich beobachte den Chat und werde dann den Alois kurz unterbrechen, wenn ein guter Zeitpunkt ist. Und dann werden wir die Fragen immer direkt im Vortrag beantworten. Ja, also wer Fragen hat während des Vortrags, gerne immer losschießen und in den Chat schreiben. Ich gucke mir das an. So, ja. Entschuldigung, Alois. Ja, kein Problem. Stimmt, hätten wir vorhin machen sollen. Dies ist die Karte der Länder, die beim Einheitspatentsystem dabei sind. Allerdings nicht jetzt, sondern im September. Wie sich inzwischen wahrscheinlich umgesprochen hat, ist diese rechtliche Konstruktion des Einheitspatentsystems, nämlich dass das Einheitspatent über eine EU-Verordnung aufgehängt ist und noch mit noch einer zweiten und das Einheitliche Patentgericht auf einem internationalen Staatsvertrag beruht, das ist ein bisschen sehr kompliziert. Also wenn man das versucht, Leuten außerhalb von Europa zu erklären, verstehen sie es schon gleich gar nicht und selbst innerhalb von Europa ist es kompliziert. Aber das ist nun mal die einzige Möglichkeit gewesen, das ganze System überhaupt irgendwie in Gang zu setzen, nachdem ja verschiedenste Vorgängersysteme, ich glaube, es sind insgesamt 5, ja, den Hamstertod gestorben sind. Und am Anfang hatten wir 17 Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens über das Einheitliche Patentgericht und ab September sind es 18, nämlich Rumänien. Kann man die Maus sehen, wenn ich das hier bewege? Nee, ich glaube nicht. Ja gut, also ich hoffe... Ach doch, jetzt sieht man die Maus, entschuldige. Ja, ich hoffe, man weiß, wo Rumänien ist, wenn ich hier... zwischen der Ukraine, die nun nicht beim Einheitspatent dabei sein kann, weil es kein EU-Staat ist, und Bulgarien. Ist Rumänien und die sind jetzt ab September dabei. Was interessant ist, denn der Beitrittskandidat von mir dachte, dass die als Erste dem System zustoßen und einige Leute, insbesondere Großbritannien, hatten auch große Hoffnung drauf gesetzt, war Irland. Das ist nicht passiert. Warum? Weil Irland hätte vor dem Beitritt ein Referendum abhalten müssen,
zwingend. Das war auch geplant für den Tag der Europawahl. Aber Anfang dieses Jahres ist ein anderes Referendum, wo es darum geht, irgendwelche doch ziemlich altertümlichen Passagen aus der irischen Verfassung, wo es darum geht, dass Frauen gefälligst am Herd stehen sollen. Und selbst die katholische Kirche war dafür, das zu streichen. So ein Referendum wurde abgehalten und ist aber durchgefallen, woraufhin der irische Premierminister zurücktreten musste. Und sein Nachfolger hat natürlich das getan, was wir, glaube ich, alle getan hätten, nämlich alle Referenden erstmal auf Eis zu legen, auf unbestimmte Zeit. Ja, das EPG war davon leider mit betroffen. Insofern wird Irland wohl auf nächste Zeit nicht dazu stoßen. In Rumänien brauchte man sowas nicht. Und Rumänien ist es ab September dabei. Was bedeutet, dass alle Einheitspatente, die ab September registriert werden, automatisch Rumänien mit umfassen. Die Gebühren werden allerdings nicht erhöht. Man konnte für eine Übergangszeit, das hatte das EPA dankenswerterweise eingerichtet, auch einen Antrag stellen, dass man, wenn man ein Einheitspatent validiert, dass die Registrierung verzögert wird. Das kommt auf die Registrierung an, also nicht auf die Validierung, bis Rumänien dabei ist, was wir in unserer Kanzlei zumindest standardmäßig auch gemacht haben. Gut, kommen wir zu einer nächsten Folie. Das sind nicht Waldorf und Stadler, obwohl ich diesen Kommentar schon mal irgendwo gelesen habe. Das sind Klaus Grabinski auf der linken Seite und Antonius Campinos, der Präsident des EPA, auf der rechten Seite. Warum zeige ich diese Folie? Weil das eine gute Nachricht ist, denn das Einheitliche Patentgericht hat beschlossen, ihr CMS, also ihr Computersystem, was doch eine ziemliche Katastrophe war, um es mal nett zu sagen, rauszuschmeißen, sobald wie möglich und durch ein neues zu ersetzen, was vom EPA mitprogrammiert wird. Und zu diesem Zweck hat das UPC und das EPA einen Vertrag geschlossen. Gut, dieses Bild ist nicht von diesem Vertrag, sondern ist etwas früher, als das EPA und das EPG schon ein Abkommen zum Datenaustausch geschlossen haben. Aber da ist wohl Besserung in Sicht, denn man kann über das EPA sagen, was man will. Die IT funktioniert ja eigentlich. Die waren ja auch die ersten in der Welt, die überhaupt ein digitales Register und eine Akteneinsicht, die auch wirklich gut funktioniert hatten. Also ich denke, da kann man sich darauf freuen, dass hoffentlich bald, wann immer bald ist, hoffentlich nächstes Jahr irgendwann, dieses CMS, was jetzt ja wirklich mehr schlecht als recht funktioniert, durch ein vernünftiges System ersetzt wird. Gut, im Folgenden gehen wir so ein paar Themen durch, was das Einheitspatentsystem anbetrifft. Ich will nicht mit Ihnen Einzelrechtsprechung diskutieren. Und es ist auch so, Sie haben vielleicht gesehen, Anfang September werde ich einen Vortrag mit einem ganz ähnlichen Titel in Köln beim VPP, bei der Bezugsgruppe Mitte West, das ist glaube ich offiziell, bei Balanxess geben. Und ich will ja nicht, dass wer das Webinar jetzt hört, da jetzt nicht mehr hingehen muss. Insofern habe ich mir überlegt, oder Rolf und ich haben uns überlegt, dass wir das so ein bisschen aufteilen, sondern dass wir den Fokus hier so ein bisschen auf die Bilanz legen. Und vor allen Dingen, was hat man am Anfang erwartet, was kommt und was ist gekommen? Also um da gleich in das erste Thema zusammen reinzugehen, fangen wir mit dem Einheitspatent an. Also das Einheitspatentsystem besteht ja nicht nur aus dem Gericht, auch wenn das vielleicht deutlich wichtiger ist, sondern auch aus dem Einheitspatent. Was hatte man da erwartet? Und die Erwartungen waren eigentlich nicht so sehr hoch. Also natürlich hat es Leute gegeben, insbesondere das EPA hatte also die Werbetrommel gerührt und hat gesagt, ja, das ist doch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis beim Einheitspatent. Man kriegt also 17 Länder, bald 18, zum Preis von Jahresgebühren von 4 Ländern. Aber dann gab es genügend Leute, die sagten, ja, aber dafür, dass die meisten Leute nur in 3 Ländern validieren, ist das doch ziemlich teuer. Man kann später nicht ausdünnen.
Insofern sind die Gebühren doch relativ hoch. Außerdem haben wir die rechtliche Unsicherheit, weil man, wenn man das Einheitspatent wählt, man dann das einheitliche Patentgericht gebunden ist. Man kann also nicht mehr national gehen. Naja, also die Erwartungen waren doch eher gedämpft. Die Realität ist ein bisschen eine andere. Im ersten Jahr, also seit es das Patentsystem gibt, wurden ungefähr 11.500 Einheitspatente validiert. Also der offizielle Term heißt nicht Validierung, sondern man macht einen Antrag auf einheitliche Wirkung. Wir nennen es aber mal Validierung. Die Validierungsquote ist inzwischen ungefähr 25%. Das heißt, wenn jetzt ein Patent vom EPA erteilt wird, ist statistisch 25% die Wahrscheinlichkeit, dass daraus auch ein Einheitspatent wird. Und das ist doch eine ganze Menge, wie ich finde. Und das hat auch die Erwartungen, insbesondere das EPA, weit übertroffen. Die sind damit also sehr zufrieden. Warum ist das so? Ja, man muss sich einfach vor Augen halten, dass 20% bis 70% aller europäischen Patente überhaupt nur in 3 Ländern validiert werden, klassisch. Also maximal, also Deutschland, England, Frankreich. England oder Großbritannien ist ja nicht Teil des EPG. Das heißt, da muss man immer auch noch parallel validieren. Das bedeutet, für diese Anmelder ist das Einheitspatent eigentlich unattraktiv, weil dann die Gebühren noch ziemlich hoch sind. Wenn man sich also überlegt, dass der Pool an möglichen Einheitspatenten überhaupt nur 30% der Patente, die erteilt werden, dann aber die Validierungsquote 25% ist, würde das bedeuten, dass also die weitaus größte Mehrzahl dieser Patente, die überhaupt in Frage kommen, dann Einheitspatente werden. Und das ist doch eine ganze Menge. Wir haben zwei Fragen aus dem Publikum. Und zwar einmal fragt der Stefan Buchauer, ob die Validierungsquote bezogen auf unsere Kanzlei ist oder insgesamt eben? Nein, insgesamt. Ja, genau. Nein, nicht unsere. Also ich meine, wir sind zwar mit gesundem Größenwahn gesegnet, aber so anmaßend sind wir jetzt nun nicht. Nein, das ist die gesamte Validierungsquote. Also ich gebe ja den Kommentar raus mit dem Stefan Lugilby vom EPA und wir haben uns letztens auch mal getroffen. Und da habe ich mal gefragt, wie denn die aktuelle Validierungsquote ist. Und er meinte, ja, das wären 25%. Also die ist mit der Zeit auch angestiegen. Also am Anfang war es nicht so viel, aber jetzt ist es so in den letzten Monaten wohl konstant 25%. Ja, dann haben wir noch eine Frage von Johannes Kentsch. Der fragt, der hat die Frage, gibt es die Unsicherheit EPG versus Unsicherheit der Rechtsdurchsetzung national in Rumänien? Also Kannst du da kurz was zu sagen, wie die Unsicherheiten, also es gibt ja verschiedene Unsicherheiten. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, ob es in Rumänien in den letzten 5 Jahren überhaupt einen einzigen Patentverletzungsprozess gegeben hat. Nein, also wegen Rumänien wird, glaube ich, niemand extra ein Einheitspatent wählen oder nicht. Also Rumänien gibt es einfach umsonst mit dazu. Und das sollte man sich sozusagen sichern für diese Übergangszeit, wenn es das geht. Aber die Unsicherheit EPG ist wahrscheinlich ja die Unsicherheit, dass man eben das ganze Patent verlieren kann mit einem Schlag. Erstens das, oder dass man nicht weiß, wie das EPG urteilt. Ich meine, dazu werden wir noch kommen. Es gibt die zentrale Attacke, wie man so schön sagt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass das EPG komische Urteile in die Welt setzt. Klar, das muss man sehen. Aber ich denke, dass beides nicht so begründet ist. Also, dass ein Patent für nichtig erklärt wird, das hat man auch jetzt schon. Und die bisherige Gerichtspraxis, dazu werden wir noch kommen, das EPG ist eigentlich ziemlich gut. Ja. Also wenn ein Patent in Deutschland bisher nichtig geklagt wurde, dann sind es ja oft so, dass die anderen nationalen Gerichte dann nicht viel anders entscheiden oder umgekehrt. Genau. Ich habe aber noch eine Frage, 25% Validierungsquote, gibt es da Unterschiede von den Industriezweigen? Also ist bei Pharma anders als im Maschinenbau oder so, Elektrotechnik, hast du da irgendwie Erfahrung schon? Ja, also die einzigen, die ja nicht mitspielen, ist Pharma.
Ja. Muss man sozusagen. Das liegt aber daran, dass es bisher kein Einheits-SPC gibt. Es gibt zwar Leute, und dazu gehört auch ich, die sagen, ja, das ist nicht so schlimm, dann müsste ich sozusagen aus einem Einheitspatent weiter nationale SPCs ableiten, aber da gibt es eine gewisse Rechtsunsicherheit. Und der Pharmabranche, das kann ich ja gut verstehen, ist, dass, wenn das nicht mit Brief und Siegel so ist, dass Sie auf Ihr Einheitspatent auch ein SPC nachher bekommen, machen Sie das nicht. Ja. Also ich habe mich mit ein paar Pharma-Leuten noch unterhalten und die haben gesagt, also eigentlich wäre das für uns super, klar, weil Pharma ist, da wird in jedem Land validiert, aber solange es diese Unsicherheit da ist und jemand sagt es mir, ja, Leute, ich glaub ja, dass du schlau bist, aber wenn später uns das SPC abschmiert, dann wirst du ja nicht die Kosten dafür tragen wollen, weil ich nee. Insofern, sobald es auch nur an den Hauch eine Rechtsunsicherheit gibt, wird die Pharmabranche, also weite Teile der Pharmabranche, auf Einheitspatente verzichten. Aber es ist ja eine Verordnung. Auf dem Weg bei der EU ein solches Einheits-SPC zu schaffen. Gut, was man da auch noch will, ist, dass man irgendwie das EU-IPO zur SPC-Behörde, ja, will man sagen, umbenennt. Da sind auch die letzten Messen noch nicht gelesen, aber sowas ist in der Diskussion und so, wenn sowas kommt, denke ich, würde auch Pharma im relativ großen Stil Einheitspatente validieren. Aber bisher halten sie sich da sehr zurück. Gut, gehen wir zum nächsten Thema über. Wie sieht es denn aus beim einheitlichen Patentgericht? Wie sind denn da die Fallzahlen? Und da war so ein bisschen die Erwartung, ja, vielleicht sind die Fallzahlen nicht so hoch. Es gab einige Leute, die sagten, ja, also die ersten Kläger werden auf jeden Fall NPEs oder die bösen Patentrolle oder wie man sie auch nennen will, sein, die nur darauf warten, dass man eine europaweite Unterlassung bekommt. Ansonsten wird jeder ausopten. Die Realität ist, ja, je nachdem, wie man sieht, gut oder schlecht. Also im ersten Jahr des Bestehens, also bis Ende Mai, gab es 134 Verletzungsfälle. Jetzt reine Verletzungsfälle, jetzt einzelne Verfügungen mal rausgenommen, das waren noch ungefähr so 20. Bis Ende Juli sind es ungefähr 170. Jetzt kann man sich fragen, ist das viel, ist das wenig? Also, du hast ja damals einen Artikel geschrieben, 2012, mit dem Richter Kühn, und da hatte das Landgericht Düsseldorf allein 600 neue Fälle pro Jahr. Dagegen ist das nicht so viel. Die andere Sache ist aber, dass das einheitliche Patentgericht selber mit gar nicht so vielen Fällen gerechnet hatte. Also, man muss es mal sehen. Und wenn wir gerade bei den NPEs sind, also wer klagt denn vor dem Einheitlichen Patentgericht? Also es gibt ein paar Klagen von diesen klassischen NPEs. Das ist aber nicht die Mehrzahl. Wir haben Klagen, muss man sagen, einfach durch die Bank weg aus allen technischen Gebieten. Durchaus auch nicht von Großindustrie, auch von kleineren Unternehmen. Insofern das ist eigentlich ganz gut. Und man muss mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass hier aber auch die Fallzahlen noch deutlich ansteigen. Du hattest ja ganz am Anfang mal so erwähnt, die meisten Fälle sind Fälle, die sowieso schon auch in anderen Gerichten schon anhängig waren. Und jetzt werden sie halt beim Einheitlichen Patentgericht auch noch anhängig gemacht. Ja. Jetzt mittlerweile gibt es auch ein paar neue. Wie siehst du da so den Trend? Ja, die Sache ist, ich bin gerade dabei, mit so einem Datenanbieter
das mal zu untersuchen. Vielleicht schreiben wir einen Artikel dazu. Also es ist so, dass durchaus eine nicht unbeträchtliche Zahl. Wir wissen noch nicht genau, wie viel es ist. Also zumindest am Anfang, weil eine nicht unbeträchtliche Zahl der Fälle, das waren quasi so neue Schlachten in einem großen Krieg. Also Sanofi gegen Amgen oder Edwards gegen Merrill oder aber auch dieser 10x Genomics Fall, was einer der ersten Fälle war vom Berufungsgericht im Materiell, das war auch eine Auseinandersetzung, geht auch schon seit 4-5 Jahren. Also das ist richtig. Das wird erwartungsgemäß wird das natürlich abnehmen, aber wir müssen mal gucken. Also es ist da steht eine genauere Analyse aber auch noch aus. Also es kann sein, dass meine Erwartungen oder dass mein Bauchgefühl, dass es fast 3/4 aller Fälle sind, ein bisschen hoch war. Aber es ist nicht unbeträchtlich, dass Patente, die beim EPG vorgebracht wurden, schon mal woanders oder Familienmitglieder schon mal woanders durchgeklagt wurden. Das ist richtig. Wir müssen mal schauen. Also da kommt vielleicht noch was, wenn wir da genauere Zahlen haben, werden wir was zu veröffentlichen. Genau, im Vergleich, diese Zahlen, die habe ich mal mitgebracht, das ist aus Juve Patent. Da kann man sehen, die Fallzahlen aus den drei großen Gerichten, Düsseldorf, München, Mannheim, über die letzten Jahre. Man sieht, dass insbesondere Düsseldorf also einen ziemlichen Einbruch hatte von 2022 bis 2023. Das wäre natürlich interessant zu sehen. Also gab es wirklich eine Verschiebung von den nationalen Gerichten zum EPG? Weil es natürlich immer müßig ist zu spekulieren, wenn es das EPG jetzt nicht gegeben hätte, hätte man dann in Düsseldorf oder München oder Mannheim geklagt. Wissen natürlich nicht, aber kann man ja mal annehmen. Sind das nicht doch, alter Wein in neuen Schläuchen? Das werden wir mal gucken. Aber wenn man sich die Fallzahlen hier ansieht, dann sieht man, dass die objektiven Zahlen in national immer noch viel, viel höher sind als beim EPG. Und wahrscheinlich ist es aber auch so, dass wir halt in den letzten Jahren einen Rückgang an Patentverletzungsauseinandersetzungen in Deutschland hatten und dass das EPG das vielleicht nicht alles kompensieren kann. Wir müssen mal gucken. Also das wird spannend sein, das weiter zu beobachten. Gut. Wenn man sich anschaut, wie sind denn die Fälle auf die Kammern verteilt? Vielleicht noch zur Erinnerung, bei isolierten Nichtigkeitsklagen, die werden alle vor der Zentralkammer verhandelt. Und die Zentralkammer hat inzwischen drei Standorte, nämlich Paris, München und Neumailand. Und da wird nach IPC-Klasse das aufgeteilt. Also das kann man sich nicht aussuchen. Aber bei Patentverletzungsklagen kann man sich das de facto aussuchen, wo man klagt. Und hier war die Erwartung, dass die Klagen vor den deutschen Kammern angereicht werden. Und die Realität ist auch so. Also ungefähr 3/4 aller Fälle sind bei deutschen Kammern. Was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, dass innerhalb der deutschen Kammern München mehr Fälle hat als alle anderen Kammern zusammen. Wobei man sagen muss, die beiden ständigen Richter dort, Pichelmeier und Ziegern, sind natürlich auch gut. Wobei ich damit nicht sagen will, dass die anderen Richter an der anderen Kammern nicht auch gut sind. Also ich weiß es nicht genau, woran das jetzt nun genau liegt. Aber es ist zurzeit einfach zu beobachten, dass München einfach sehr viele Fälle anlockt. Also den Fall, wo wir jetzt letztens die Verhandlungen hatten, das war auch in München. Und was vielleicht interessant ist, dass wer vergleichsweise wenig Fälle hat, das sind die Niederländer. Das hatte ich nicht so erwartet, aber ansonsten verteilt sich das so ein bisschen über die ganzen anderen Kammern. Wir haben eine Frage. Ja. Und zwar von Ulrike Propach. Guten Morgen. Eine Frage zum Rückgang der Klagen.
Hat das mit der Pandemie zu tun oder ist Deutschland ein Effekt von der Novellierung hin zum zweiten Patentmodernisierungsgesetz schon zu sehen? Oh, das ist eine gute Frage. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Also ich glaube, mit dem Patentmodernisierungsgesetz hat das nichts zu tun. Also, aber vielleicht mit Pandemie? Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Also ich habe mich letztens mit ein paar Richtern unterhalten, ganz einfach, weil die ja beim Kommentar mitschreiben und ich jetzt, wo der raus ist, mal geschaut habe, dass ich mich mit ein paar der Autoren mal unterhalte und mich einfach bedanke und mal frage, wie es so geht. Und das, was berichtet wurde, ist, und das ist, wo tatsächlich ein Trend ist, dass die Klagen von mittelständischen Unternehmen wo deutlich zurückgehen. Also man hat sehr viele Fernfälle und klar, diese Pharmafälle, die hat man immer noch. Aber so diesen Fall, wo sozusagen so ein kleiner Mittelständler oder ein relativ kleiner, einen anderen kleinen Mittelständler verklagt, die eigentlich damals, als du dir einen Artikel geschrieben hast, war das die Regel. Also 2012 war auch so, da waren drei Viertel aller Kläger vom Landgericht Düsseldorf, das waren deutsche Firmen. Gut, schon ein paar Jahre später war es andersherum. Also da waren zwei Drittel aller Kläger ausländische Firmen. Ich weiß es nicht, wie ehrlich sein muss. Also da irgendwelche Effekte, da muss man sehr vorsichtig sein, finde ich. Also tut mir leid, dass ich da... Ja, jetzt, aber ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig, weil so... wirklich sauber eine Kausalitätsbeziehung hinzukriegen, halte ich für, es ist wahnsinnig schwierig. Gut, kommen wir zu Erfolgsaussichten. Und hier war, und das hatten mehrere Leute mir erzählt, dass sie erwarteten, dass ja quasi die Kammern, weil sie ja doch im Wettbewerb stehen, sich also bemühen werden, den Klägern also das Leben so einfach wie möglich zu machen. Und es gibt die Analogie so ein bisschen in die andere Richtung, als vor ja, auch etwas mehr als 10 Jahren in den USA diese IPR-Verfahren zugänglich wurden. Da war es so, dass am Anfang die Vernichtungsquote über 90% war. Und es gab den Richter Rader, damals Richter, der sprach, das wären Patent Death Squads. Und dann hieß es, ja, das wird ja dann beim UPC genauso sein, bloß da war, dass man dann halt eben Defendant Death Squads, sprich jeder, der da verklagt wird, wird ist automatisch ein bisschen dran. Das hat dich damals schon für nicht besonders wahrscheinlich gehalten, ganz einfach, weil ein Gericht ist und alle und Richter, das muss man aber sagen, die sind Richter, das sind keine Verkäufer. Also und so ist es doch gekommen. Wobei man sagen muss, eigentlich ist es noch viel schlimmer gekommen, denn von den ersten 10 einstweiligen Verfügungsverfahren, die beim EPG eingereicht wurden, sind nur 2 am Ende erfolgreich gewesen. Also inzwischen ist es, ich weiß nicht genau die Quote, vielleicht ein Drittel. Also ich hoffe natürlich, dass unser Fall, also wie so ein Kläger, und das ist auch ein einstweiliges Verfügungsverfahren, wo wir dem jetzt die Entscheidung haben, natürlich zu unseren Gunsten ergeht. Alles andere muss ich aber auch sagen, würde mich wundern. Das wird die Quote jetzt auch nicht so in die Höhe reißen. Also zurzeit ist es nicht so einfach, muss man sagen. Also wir haben inzwischen ja auch die ersten Entscheidungen bei normalen Klageverfahren. Und auch hier sind durchaus Patente auch mal für nichtig erklärt worden. Also auch da ist es so, dass das kein glatter Durchmarsch ist. Es war ja auch schon vorher so, dass manche deutsche Gerichte bei einstweiligen Verfügungen aus Patenten eher zögerlich waren und manche sehr proaktiv da rangegangen sind. Spiegelt sich das vielleicht unter den Richtern beim UPC dann auch wieder, dass es da durchaus geteilte Meinungen gibt? Was meinst du? Nee, interessanterweise ist es so, also ein Grund, warum München relativ viele Fälle bekommen hat, gerade als Führungsfälle, war, kann ich nur spekulieren, aber war garantiert, dass Richter Pichelmeier dort ständiger Richter ist, der ja
unter anderem diese Vorlage an den EuGH gegeben hat und der so ein bisschen sagte, ja, also diese Harnkatheter-Set-Linie mögen wir eigentlich nicht. Und der EuGH hat ihm ja auch recht gegeben, wobei er dafür also sehr von den anderen Richtern kritisiert wurde. Also ich war auf einer Tagung auf den Osterbrücker Patenttagen, die man weiß, nur ein Tag ist, und da war eine Podiumsdiskussion, wo er nicht da war, aber 5 andere Richter, und ich bin sicher, wenn Herr Richter Pichelmeier dort gewesen wäre, der wäre also Stantipede geteert und gefedert worden. Also selbst Richter Deichfuß, der normalerweise also einer der liebsten Menschen ist, die man sich vorstellen kann, hat also mit Kritik, er hat es nett ausgedrückt, aber ihm gefiel das auch alles nicht. Was aber interessant ist, ist, dass schon in der ersten einstweiligen Verfügung vom Landgericht Düsseldorf, die also wirklich entschieden wurde, da schon das die Entschuldigung, von der Lokalkammer Düsseldorf, dass schon die Lokalkammer mit diesem Harnkatheter-Set komplett aufgeräumt hat, denn das Patent, was da vorgebracht wurde, da hat es kein Einspruchsverfahren und keine Nichtigkeit gegeben und das war für die aber kein Problem. Also man darf vielleicht auch grundsätzlich sagen, die Richter. Und es hat da ja lange Tagungen gegeben, also wirklich, wo die einen Monat, ich weiß nicht, ob es einen Monat war, auf jeden Fall mehrere Wochen in Budapest zusammenlassen, bemühen sich schon vom Anfang an eine relativ einheitliche Linie zu fahren. Und es gab auch interne Diskussionen über verschiedenste Themen, und wo man schon versucht hat, dass sozusagen alle Richterinnen und Richter schon am Anfang so ein bisschen einer Meinung sind. Und da war es vielleicht schon so, dass man gesagt hat, ja, also diese relativ restriktive Linie zuerst vom den Düsseldorfer Gericht, die dann ja von Mannheim und später von zumindest Oberlandesgericht München übernommen wurde, was diesen Rechtsbestand von Patenten angeht, das will man nicht. Aber was trotzdem nicht bedeutet, dass man mit diesen Patenten durchkommt. Also da, das ist wiederum ein anderer Schnack, wie der Hamburger sagt. Also es ist, wir müssen mal gucken. Dann Verfahrensdauern. Also die Verfahren vor dem Einreichenden Patentgericht sind ja doch relativ strikt und zackig. Und die Erwartung war ja, das wird auch so sein, die Kammern werden sich strikt an die Regeln halten und die Realität ist so. Also es interessanterweise ist ja so, dass es beim EPG keine Verfügungen gibt. Es gibt nur Urteile und Anordnungen. Das heißt, jede Fristverlängerung oder auch jede Nichtgewährung einer Fristverlängerung, was normalerweise eine Verfügung ist im deutschen Recht, ist nach dem EPG eine Anordnung. Das wird veröffentlicht. Das heißt, man weiß ziemlich genau, A, wann das einer gefragt hat und B, ob er es gekriegt hat oder nicht. Und die meisten Fristverlängerungen sind also die deutliche Ausnahme. Also es sei denn, man kann sagen, das CMS hat nicht funktioniert, dann ist das Gericht gnädig, aber ansonsten ist das allermeiste nicht sehr erfolgversprechend. Und die Kammern versuchen also wirklich da diese doch ziemlich zackigen Verfahren auch in dieser Zeit durchzuziehen. Und man bekommt also auch nicht noch einen Schriftsatz und wenn man einen will. Und auch bei Änderungen muss man schauen, dass man das innerhalb der vorgesehenen Gelegenheiten laut Regeln macht. Ansonsten kann es schwierig werden. Also diese Verfahren sind doch ziemlich sportlich, das muss man sagen. Gut, dann ganz kurz zu den Entscheidungen selbst. Erstmal vielleicht, wie die Form aussieht. Also da gab es doch ziemlich Diskussionen. Denn wir haben da in Europa doch unterschiedliche Traditionen. Das eine Extrem ist die französische Tradition, wo so ein Gericht das kurz und knapp macht. Das kennen wir auch vom EuGH. Also wo, warum der EuGH irgendwas begründet, das wird dann häufig in zwei Sätzen abgetan. Und teilweise ist es auch ein bisschen sehr unbefriedigend. Und dann haben wir auf der anderen Seite die deutsche Tradition,
wo doch solche Entscheidungen sehr ausführlich begründet werden, teilweise auch Sachen abgehandelt werden, die vielleicht gar nicht so entscheidungserheblich sind, aber wo einfach klar ist, dass das Gericht sich mit diesen Punkten auch auseinandergesetzt hat und sich da was überlegt hat. Und man hatte schon erwartet, aber dass zumindest die deutschen Kammern sehr ausführliche Begründungen schreiben werden. Und das ist auch so gekommen. Und das ist inzwischen auch gerichtsweit so. Also so gut wie alle Begründungen, die man sieht, sind doch, zumindest wenn es ums Materiellrechtliche geht oder um etwas kompliziertere Sachverhalte, doch sehr ausführlich. Also es muss nicht immer über 100 Seiten sein, so wie in der ersten Anordnung aus München mit dem Tenex Genomics Case. Aber es sind doch eine ganze Menge und man gibt sich wirklich Mühe. Auch das Berufungsgericht macht das also sehr ausführlich. Also da muss man schon sagen, also das EPG versucht hier schon ja nicht nur was die Entscheidung angeht, einen Vertrauen zu erwecken, sondern auch das, was die Qualität und die Begründung der Entscheidung angeht. Und man muss schon sagen, ja, das ist schon gut. Weil man sagen muss, das, was die Verletzung angeht, haben wir bisher eigentlich immer nur digital. Also entweder wurde gesagt, wortsinngemäße Verletzung, oder es wurde gesagt, keine Verletzung. Also Äquivalenz haben wir noch nicht. Das wird noch spannend zu sein. Also wir werden Äquivalenz beim EPG haben, ganz einfach, weil das in den Gesetzestexten, an die das EPG gebunden ist, insbesondere das Protokoll zum Artikel 69 EPÜ, da sind sie dann gebunden, sie müssen so etwas haben. Wie das aussieht, wird noch zu sehen sein. Wir hatten bisher noch keinen solchen Fall. Das wird noch spannend. Das Zweite ist natürlich, wie sieht das aus bei Trennung von Verletzung und Nichtigkeit? Werden die Kammern, wenn eine Nichtigkeitswiderklage eingeht, das zusammenscheiden oder werden sie es an die Zentralkammer weitergeben? Und hier gab es sehr unterschiedliche Erwartungen. Also insbesondere die angelsächsischen Beobachter, also sowohl die Briten wie auch die Amerikaner, waren also der Meinung, ja, also müssen die deutschen Kammern, weil das ja in Deutschland so Usus ist, wenn das auf jeden Fall tun. Die Deutschen, also sowohl die Richter wie auch die deutschen Beobachter, also auch ich, werden sagen, nö, die machen das auf keinen Fall. Und das ist auch so. Also wir haben ein paar Mal es gehabt, dass Nichtigkeitswiderklagen an die Zentralkammer gegeben worden sind. Aber da war es so, dass es immer parallel eine Nichtigkeitsklage vor der Zentralkammer schon gegeben hatte. Also zum Beispiel das berühmteste Beispiel ist vielleicht dieser Sanofi gegen Amgen Case, wo am ersten Tag das Gericht seine Pforten geöffnet hat, eine Verletzungsklage eingereicht wurde und eine Nichtigkeitsklage und dann entschieden werden musste, hätte die jetzt nun bei der Zentralkammer eingereicht werden müssen oder bei der Lokalkammer, weil es da eine entsprechende Passage in dem EPGÜ gibt. Und am Ende wurde aber die Frage der Rechtsbeständigkeit vor der Zentralkammer verhandelt, weil die Nichtigkeitswiderklage vor der Lokalkammer München, wie ich finde völlig richtig, an die Zentralkammer abgegeben worden war. Und Amgen hat verloren, also das Patent ist zurzeit widerrufen. Gut, die werden natürlich Berufung einlegen und die Lokalkammer München hat jetzt gesagt, ja, sie werden bis dahin warten, wie es mit dem, und dann ist dann das Verfahren wieder eröffnen, wenn es bis dahin ein Patent überhaupt noch gibt. Es gibt noch, glaube ich, zwei oder drei weitere Fälle, wo das ein bisschen ähnlich war. Aber ansonsten entscheiden die Kammern über Nichtigkeit und Verletzung zusammen. Wir hatten jetzt auch schon ein paar Fälle, also zum Beispiel vor der Lokalkammer Düsseldorf, wo
Kammer Düsseldorf auch gesagt hat, ja, das Patent, so wie erteilt, ist nicht erfinderisch, aber es gab einen Hilfsantrag, der ging dann durch und dann wurde auch die Verletzung bejaht. Es gab einen anderen Fall, zwei weitere Fälle, Dexcom, sowohl vor der Kammer in Paris, also nicht der Zentralkammer, sondern der Lokalkammer Paris, wie in München. Einmal für ein Stammpatent, einmal für ein Teilpatent. Warum die das bei verschiedenen Kammern eingereicht haben, weiß ich nicht. Aber hier war in beiden Fällen das Ergebnis dasselbe. Patent wurde für nichtig erklärt und die Hilfsanträge auch. War interessanterweise in beiden Fällen derselbe technische Richter. Also, weiß es nicht. Vielleicht war das deshalb so. Genau, kommen wir zum technischen Richter. Hier war die Erwartung, dass technische Richter Standard werden. Was aber auch befürchtet wurde, ist, wie ist das mit Konflikten? Weil zumindest am Anfang sehr viele technische Richter, das waren Kollegen oder Kolleginnen oder Leute aus der Industrie. Und da ist es ja, die könnten ja befangen sein und so weiter und so weiter. Aber es gab dann schon im Buschfunk so ein bisschen die Tendenz, dass es so einen sehr harten Konflikt, also einen harten, wie man sagen, Kodex geben wird, was Konflikte angeht. Was übrigens für mich ein Grund war, meine Bewerbung als technischer Richter wieder zurückzuziehen, weil das macht dann keinen Spaß. Und es gab, muss man auch sagen, mehrere Kollegen, die tatsächlich vielleicht aus diesem Grund ihre Kanzleien verlassen haben und jetzt als Einzelanwälte weitermachen und halt eben weiterhin technische Richter sind. Also ob das der Grund war, weiß man natürlich immer nie, aber es ist schon interessant, dass es nicht nur einer, es sind mehrere, ich glaube drei inzwischen, die das gemacht haben. Wie ist die Realität? Technische Richter sind Standard. Also ich kenne keinen einzigen Fall, wo nicht ein technischer Richter an einer materiell-rechtlichen Entscheidung mitwirkt. Wir hätten fast einen gehabt, in unserem Fall. Aber in der Woche vor der mündlichen Verhandlung, also genauer gesagt am Sonntag, so, hat Richter Ziegern, ein Richterstatter war, der am Sonntag wohl arbeitet, beschlossen, er hätte doch gern einen. Und am Montag wurde dann einer hinzugezogen und am Freitag war mündliche Verhandlung. Also, wo man sagen muss, der Mann, der Richter, also jemand vom INPI, war perfekt vorbereitet, hat das super gemacht. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Das heißt, technische Richter sind Standard und auch bei einzelnen Verfügungsverfahren sind sie Standard, was ein bisschen die Diskussion war, weil da die Regeln nicht so klar waren, ob bei derartigen Verfahren technische Richter auch dabei sein dürfen oder sollen. Aber das hat sich relativ schnell geklärt, indem die Kammern einfach nach einem technischen Richter angefragt haben. Und das ist inzwischen wirklich der Standard. Also ich kenne keine materiell-rechtliche Entscheidung, wo keine technischen Richter dabei sind. Ich kenne aber auch keine Befangenheitsbeanstandung. Ich habe zumindest noch keine gesehen, wo ein technischer Richter wegen Befangenheit abgelehnt wurde. Was es allerdings gibt, und das ist sehr bedenklich, das muss man leider sagen, sind Berufungsgerichtsentscheidungen, aber da geht es um Formales, ohne technische Richter. Da haben wir inzwischen eine ganze Menge. Und das ist einfach ein klarer Bruch gegen das Abkommen. Weil im Abkommen steht, dass dieses Beschwerdegericht, Berufungsgericht mit 5 Richtern entscheidet, 3 normalen Richtern und 2 technischen Richtern. Und darüber hat sich das Berufungsgericht einfach hinweggesetzt. Also am Anfang sogar ohne Begründung. Dann gab es eine Begründung, die meiner Meinung nach nicht durchgreift. Ich habe auch mit dem Kollegen Weber, der Europa- und internationales Recht, der Experte ist, zurzeit habe ich die Tante in Göttingen, hat einen Artikel geschrieben.
wo wir uns also ganz klar dagegen aussprechen. Wobei ich sagen muss, wir sind ja unter uns. Den Artikel habe ich, also der Anschluss zu dem Artikel kam nicht von mir, sondern Richter Deichfuß hatte mir eine E-Mail geschrieben und hatte gesagt, dass ihn das doch sehr, sehr verstört, dass einer der ersten Entscheidungen des Berufungsgerichts, ich glaube, es war sogar die erste, nur mit drei Richterinnen, das waren alles Frauen, ergangen sei, und das würde ihn doch sehr wundern, weil ja im Übereinkommen 5 vorgesehen wären, und er hätte jetzt mal nachgefragt und eine Begründung hätte es nicht gegeben. Es gab auch eine Entscheidungsbesprechung von ihm in der Gruppe Patent, aber er hätte gerne einen Aufsatz dazu und von einem erwiesenen Experten, und er hätte an mich gedacht, ob ich das nicht machen könnte. Da habe ich gesagt, ja klar. Weil ich sagen muss, ich hatte das gesehen, dass es nur 3 waren, ich hatte mir aber ehrlich gesagt nicht so viel bei gedacht. Wird schon in Ordnung sein. Aber wenn man sich das nochmal genauer anguckt, nee, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Es gibt aber inzwischen eine ganze Menge dieser Entscheidungen, und das finde ich doch bedenklich, ja? Wir haben eine Frage dazu aus dem Publikum, und zwar der Stefan Buchauer vom DLR fragt, wenn das ein Rechtsfehler bzw. Berufungsrichter mit nur 3 Juristen und ohne technische Richter, wäre das dann nicht ein Fall für den EuGH? Also sagen wir mal so, dass bisher sind diese ganzen Entscheidungen nicht Endentscheidungen. Das sind so ging es um Formales. Da ging es um, wann ist eine Klage anhängig, wird über eine Fristverlängerung gewährt oder sowas. Die materiell rechtlichen Entscheidungen, zum Beispiel dieser Tenix-Genomics-Fall, da waren es 5. Das klappt. Ob das ein Fall für den EuGH ist, müsst ihr mal gucken. Es kann ein Fall für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sein. Ich will es jetzt nicht beschreien, aber ich meine, Kollege Stjerna ist vielleicht wieder von den Toten auferstanden und hat seinen Bleistift gezückt. Nee, also ohne Flachs, das ist bedenklich. Ich habe jetzt, interessanterweise gab es gestern den ersten Wiederaufnahmeantrag. Also Tenix Genomics, die am Ende verloren haben gegen Nanostrings, haben also hier eine Wiederaufnahme nach Artikel 81 angestrengt, was nicht durchgegriffen hat, also alles andere hätte mich auch gewundert, aber das ist auch nur mit 3 Richtern. Ups, das hätte ich anstelle des Berufungsgerichts nicht gemacht, sage ich ganz offen. Also da kann sein, dass da noch Ärger auf das EPG zukommen wird. Aber da muss ich persönlich sagen, es ist nicht so, dass man euch nicht gewarnt hat. Also das muss ich sagen, also da bin ich nicht allein, aber das gefällt mir nicht. Ansonsten, wie gesagt, muss ich sagen, bin ich eigentlich mit allen, fast allen, aber mit so gut wie allen Entscheidungen, die das Gericht gefällt hat, eigentlich sehr einverstanden. Also klar kann man sich natürlich immer streiten, und man ist in den Fällen auch nicht immer so drin. Steht hier in dem einen Dokument wirklich das drin oder ist es wirklich so und so? Aber zumindest so die grobe Linie, wie das läuft und auch wie es begründet wird, ist fantastisch. Aber das ist gefährlich. Muss ich auch mal sagen. Gut. Genau. Das ist auch die nächste Folie. Also man hat natürlich erwartet am Anfang, dass formale Dinge im Vordergrund stehen. Das ist auch so. Viele Entscheidungen betreffen Formales. Also wie ist das mit der Zustellung? Also da haben wir jetzt schon lustige Dinge auch erlebt. Es gab schon die erste Ersatzzustellung auf der Webseite des Gerichts. Oder wie ist das mit Fristen? Und so weiter. Es gab aber natürlich schon ein paar wichtige materielle Entscheidungen. Also insbesondere was Verletzung angeht und was Rechtsbeständigkeit angeht, dazu kommen wir gleich. Eine grobe Linie ist, dass das Gericht so ein bisschen sagt, ja, wenn man einen Anspruch sich anguckt, dann muss man sich auch so ein bisschen
Also ich würde sagen, ein bisschen die Beschreibung mit angucken. Also so einen harten Fallwrapper Estoppel oder so, die tatsächlich die Lokalkammer München so ein bisschen einmal konstruiert hatte, auch so ein bisschen wurde nicht bestätigt. Aber man muss da so ein bisschen schon mit gesundem Menschenverstand drangehen. Und wobei das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber das Berufungsgericht hat es gleich in der ersten Anordnung erwähnt, vielleicht einfach um es klar zu machen. Natürlich ist es so, für Rechtsbeständigkeit und Verletzung muss derselbe Maßstab gewählt werden. Das heißt, man kann nicht einmal das Patent so auslegen und einmal so, wie das ja angeblich in den deutschen Verfahren manchmal gemacht wird. Wie gesagt, materielle Entscheidung, was die Verletzung angeht, haben wir schon gehabt. Das wurde sowohl Verletzung bejaht wie verneint, aber wir haben noch keine Entscheidung zur Äquivalenz. Interessanterweise habe ich noch keine Entscheidung gefunden, wo eine äquivalente Verletzung überhaupt ins Spiel gebracht wurde, interessanterweise. Aber es kann auch nur sein, kann natürlich auch sein, dass das gemacht wurde und in der Entscheidung ist einfach nur nicht erwähnt wurde. Wenn wir zur Rechtsbeständigkeit von Patenten gehen, da waren die Einschätzungen, wie die Linie des Gerichts sein wird, unterschiedlich. Also ich, steht auch hier drin, war also der Meinung, das Gericht wird erstmal der EPA-Linie folgen. Es gab aber auch Leute, die sagten, nee, das Gericht wartet nur drauf, da so ein bisschen was anderes zu machen. Und es gab auch so ein paar Andeutungen durchaus von Richtern, also zum Beispiel Richter Grabinski hat ein Interview mit dir gegeben, Rolf, wo er auch so ein bisschen sagte, ja, nö, könnte auch sein, dass wir in eine andere Richtung gehen. Wir haben jetzt ein paar Entscheidungen und meine Meinung, weil das ist aber vielleicht auch meine private Meinung, die vielleicht noch nicht mal von allen Mitgliedern meiner Kanzlei geteilt wird, ist, dass es, auch wenn es nicht so heißt, de facto das EPG dem EPA folgt. Also, Sie nennen es vielleicht nicht Aufgabelösungsansatz, aber das Ergebnis ist dasselbe. Also, es gibt sogar eine Entscheidung in dieser Dexcom, wo die Kammer das sogar sagt und sagt: Ja, also, wir wissen ja, es gibt die EPA Problem Solution Approach Linie. Wir haben das jetzt nicht gemacht, aber das Ergebnis wäre dasselbe gewesen. Na gut. Also, es geht ja darum, dass man versuchen muss, bei so einem Fall so ein bisschen abzuschätzen, wie sind unsere Erfolgsaussichten. Und da ist meine Empfehlung, war es vorher und ist es auch weiterhin, schaut euch an, wie das EPA das entschieden hätte. Und dann kann man mehr oder minder das hier genauso sehen. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, auch beim EPA, also auch da gibt es natürlich immer unterschiedliche Möglichkeiten, wie ein Dokument gelesen wird und manchmal kann man es so und so machen. Aber diese grundsätzliche Linie, wie das EPA Fälle entscheidet, da fährt das LPG zurzeit dieselbe Linie. Also Also da, wo, sage ich mal, das EPA vom BGH klar abweicht bisher in Rechtsprechungssachen, erwartest du, dass sich das UPC oder das Einheitliche Patentgericht eher auf die Seite des EPA schlägt? ja, wobei, also vielleicht ein Beispiel, wobei da sind BGH und EPA jetzt nicht so auseinander. Wir haben einen Fall, wir haben diese erste Entscheidung, wo es um einen Antikörper geht. Das ist Regeneron oder Sanofi, es waren Fälle zusammengelegt worden, gegen Amgen. Amgen hatte ein Antikörperpatent und das ist ein rein funktionaler Anspruch. Da steht kein einziges strukturelles Merkmal drin. Da steht nur drin, dieser Antikörper bindet gegen das und der kann auch noch das und der kann auch das und der kann auch noch das. Und in den USA wäre das ganz klar nicht enabled. Wurde hier auch vorgebracht, also ich habe den Fall nicht beteiligt, aber ich war an einer von der Konferenz, wo auch jemand darüber was erzählt hat, aber, und es war wohl nach allem, was wir wissen, also eine Haupt Attack, also eine Hauptangriffslinie, dass hier auch gesagt wird, das ist nach Artikel 83 also nicht ausführbar. Und
das kommt in der Entscheidung nur ein einziges Mal vor. Nämlich, wo die Kammer sagt, das war bei der Zentralkammer, ja, die Nichtigkeitskläger sagen, es wäre nicht ausführbar. Und darüber, ansonsten wird in der ganzen Entscheidung überhaupt nichts gesagt. Nichts. Das heißt, diese EPA-Linie, dass das alles überhaupt kein Problem ist, weil das war auch beim EPA bisher kein Problem, dem folgen die. Gut, Problem für Amgen war, dass sie sagten, ja, das ist leider nicht erfinderisch. Gut, aber das ist halt so. Ob das stimmt oder nicht, da bin ich zu wenig Antikörperexperte, müsste man den Kollegen Storz fragen. Aber dass da zum Beispiel ist das EPG auf derselben Linie wie das EPA und nicht auf der USPTO-Linie oder bei der US Supreme Court, muss man sagen, Linie. Anderer Fall, auch ganz interessant, vor ein paar Tagen kam es raus, für einen Pilz. Es gab tatsächlich eine Klage auf einen Pilz, also auf einen bestimmten Champignon. Und da wurde unter anderem gesagt, ja, das ist ja gar nicht patentierbar nach Artikel 53b, wo es ja, wo es heißt, Tierarten und Pflanzensorten sind nicht patentierbar. Und da, das war eine, war ein Fall von Den Haag. Und die sagten, nö, also wir folgen da dem EPA. Ich glaube, es wurde so eine Tierentscheidung sogar zitiert. Für uns ist das alles überhaupt kein Problem. Und am Ende wurde auch hier die Verletzung bejaht. Also ich denke, dass im Großen und Ganzen das EPG dem EPA folgt. Und bei Fällen, wo jetzt das EPA oder BGH nicht dem EPA folgt, muss man sich mal ansehen, ist das jetzt eine Frage der Auslegung von Dokumenten oder ist das eine wirklich systematische Linie? Also ich meine, dieser Fall, wie wir es vor 20 Jahren hatten, dass das EPA die Auswahlerfindung erlaubt und der BGH tat es nicht, und wo der BGH am Ende ja de facto auf die EPA-Linie eingeschränkt ist. Also ich glaube, sowas werden wir nicht haben. So. Aber mal gucken. Aber bisher ist auf jeden Fall die Empfehlung, schaut euch an, wie das EPA sowas macht und dann versucht eine Empfehlung zu geben. Zumindest was die Systematik oder die grundsätzliche Herangehensweise angeht. Also wie das im einzelnen Fall ist, ob irgendetwas nahegelegt ist oder nicht, da kann man sich immer streiten. Gut. Kommen wir zu Kosten. Und das war ein ganz großes Thema. Wie ist das mit den Kosten? Man hatte ja, wir haben ja einen Artikel im EPGÜ, dass Kosten erstattet werden, aber es gibt kein RVG, so wie in Deutschland. Und dann sagte man, ja, diese Kosten werden sehr hoch sein. Und wie ist es mit der Kostenerstattung? Und vielleicht können sich kleine und mittlere Unternehmen das gar nicht leisten. Und die Antwort ist, wir wissen es immer noch nicht. Also es gibt bisher so gut wie gar keinen Fall. Also es gibt einen Fall, und da weiß ich auch, wie viel Kosten gefordert noch von der anderen Seite gezahlt wurden. Das darf ich aber nicht sagen, weil es mir vertraulich mitgeteilt wurde. Das war aber nicht so viel. Also da war ich überrascht. Aber es gibt bisher überhaupt keine Fälle, wo es wirklich gesagt wurde. Also es gibt in diesem einen Regeneron-Fall, da sagt die Zentralkammer, ja, das ist ein unglaublich wichtiges Patent und da die Kostenerstattung beträgt, glaube ich, über 1 Million oder so. Also ob das wirklich geltend gemacht wird, weiß man nicht. Was wohl versucht wird oder gemacht wird in München, das hatten wir auch, ist, dass das Gericht versucht, während der Verhandlungen sozusagen die Parteien mal auf eine Summe festzulegen, von der sie sagen würden, ja, das wäre angemessen. Und dann soll man was sagen. Und die Gegenseite hat dann was gesagt, die hatten es sogar vorher schon gesagt und wir haben es erstmal nicht bestritten, wo man sagen muss, das ist nicht schlecht. Also, also es war jetzt mehr als wir es normalerweise abgerechnet hätten bisher. Aber gut, da muss man mal gucken. Also es gibt wirklich noch sehr, sehr wenig Fälle. Und keine Ahnung. Also
Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass ein paar der Fälle vor dem EuGH landen, weil es da ja ganz klare EuGH-Entscheidungen, hier Novatext und so, die kennen wir alle, gibt. Ich weiß es nicht. Also das ist noch eine wirklich noch eine offene Baustelle zurzeit. Gut. Um das zusammenzufassen. Also ich glaube, man kann alles im anderen sagen, das Einheitspatentsystem ist bisher ein Erfolg. Also beim Einheitspatent wurden die Erwartungen übertroffen. Also damit sind alle sehr zufrieden. Läuft auch. Also es gibt bisher überhaupt keinen einzigen Fall, wo das irgendwie problematisch mal war. Auch diese Validierungsverfahren sind ja sehr einfach. Also das geht so glatt durch. Beim Einheitlichen Patentgericht gibt es zwar noch Baustellen. Also klar, das ist IMS, aber das wird ja jetzt geändert. Wie gesagt, die 3-Richter-Entscheidungen, könnte ich mir vorstellen, dass das dem Gericht vielleicht auf die Füße fallen wird. Meiner Meinung nach sind die Fallzahlen auch noch ausbaufähig, aber vielleicht war das auch so zu erwarten. Aber ansonsten ist die Gerichtspraxis wirklich überzeugend. Also das Gericht, das muss man einfach sagen, die geben sich eine unglaubliche Mühe. Die versuchen, transparent zu sein, die versuchen, fair zu sein, die versuchen, auf hohem Niveau ihre Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, bisher hat man das in allermeisten Fällen auch sehr gut hingekriegt. Und die nächste Baustelle oder die nächste Weiche ist ja, ob man es dieser Opt-out-Frist, bisher sind es ja 7 Jahre nach Inkrafttreten des Systems, ob man das nochmal um 7 Jahre verlängert. Und ich hatte in meinem Buch schon gesagt, also ich denke nicht, dass man das tun wird. Also entweder läuft bis dahin das System oder man gibt es auch. Aber ich glaube, bisher sind sich, glaube ich, alle einig, nee, das System läuft. Und in 5 oder 6 Jahren, wenn man sich dann wirklich mal überlegen muss, verlängert man diese Opt-out-Frist, ich glaube, da wird keiner mehr darüber reden, ob man das tun muss oder nicht, sondern bis dahin ist das Einheitliche Patentgericht das wichtigste Gericht, vielleicht sogar in der ganzen Welt. Ja, das soll es gewesen sein. Nochmal 10 Sekunden Eigenwerbung hier, ich habe das schon hingehalten, ja. Also für den dicken Wälzer haben wir das hier und das etwas schlankere ist das hier. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Alois, für das Update. Und ja, ich glaube, dass das wirklich sehr hilfreich für die Zuschauer war. Und ja, haben wir viel gelernt und viel mitgenommen und beobachten mal, wie sich das weiterentwickelt. Spätestens im Jahr gibt es das nächste Update. Mal gucken, wie sich dann die Fallzahlen entwickelt haben. Genau. Ja, genau. Vielen Dank. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt. Es ist auch schon 11 Uhr. Genau. Nee, im Moment gibt es keine weiteren Fragen im Chat. Es gibt viele Dankeschöne im Chat. Vielen Dank. Sich. Genau. Gut, dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und bis bei Gelegenheit. Vielleicht schon Anfang September in Köln. Würde mich freuen. Ja, alles klar. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.